Die Euphorie der Märkte basiert derzeit auf zwei entscheidenden Säulen, könnte man sagen. Erstens der Glaube, dass die Wirtschaft ein Soft Landing in den USA absolvieren wird, die Fed aber gleichzeitig wundersamerweise die Zinsen dabei senken wird, obwohl die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt, sehr, sehr unwahrscheinlich aus meiner Sicht. Und zweitens, vielleicht noch wichtiger, der KI-Euphorie, der Euphorie über die künstliche Intelligenz. Und bisher hat es ja gereicht, möglichst oft das Wort oder das Wortpaar KI, also künstliche Intelligenz, zu nennen, um die Aktien nach oben zu treiben. Aber jetzt kommt die Zeit, wo wir langsam mal sehen wollen, ja, wann wollt ihr denn mit KI Geld verdienen und wie viel Geld wird das sein? Wir wollen also langsam jetzt mal Fakten sehen und nicht das Zauberwort KI alleine. Irgendwann wird das nicht mehr ausreichen. Und jetzt beginnt ja so richtig die Berichtssaison aus dem Tech-Sektor. Heute mit Microsoft, Google, dann kommt noch Meta in dieser Woche. Dann kommen später Apple und vor allem die wundersame Nvidia. Also da will man jetzt so ein bisschen Butter bei die Fische haben, mal so langsam. Und wir dürfen gespannt sein, was dann die entsprechenden Unternehmen zu sagen haben. Schauen wir uns zunächst mal an diese Konzentration der Märkte auf diese wenigen großen Tech-Aktien, so stark wie noch nie in der Geschichte, stärker als in der Dotcom-Blase, stärker als kurz vor der Finanzkrise, als die Märkte ja auch sehr euphorisch waren. 2007 war die Stimmung bestens, bevor sie dann etwas weniger gut wurde. Und hier sehen wir mal den Nasdaq 100 auf Kassabasis seit Mai diesen Jahres, intakter Aufwärtstrend und immer wieder an diesen Aufwärtstrend rangegangen. Gelaufen, immer wieder nach oben abgeprallt. Markets are 45 degree angles until they are not. Also die sind im 45 Grad Winkel, bis sie es nicht mehr sind. Das ist jetzt eben die Frage, kann dieser 45 Grad Winkel weiter gehalten werden? Denn bisher sehen wir, alles basiert auf Multiple Expansion, wie die Amerikaner sagen, also auf einer Ausweitung der Bewertung, nicht aufgrund einer fundamental besseren Situation der Unternehmen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Seit Januar in den USA 18% gestiegen. Von 16,9 im Januar das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 20,1, so viel wie in keiner anderen Zone der Welt. Dementsprechend ist eben auch der US-Markt der teuerste. Und hier sehen wir mal diese Multiple Expansion konkret in Zahlen. Hier sehen wir etwa Bewertung von Apple 45%, bei Microsoft 35%, bei Nvidia 40%, bei Tesla 185%. Was also die Value Metrics betrifft. Also da ist natürlich so gut wie alles, was ganz, ganz toll ist, eingepreist. Aber ob das alles so eintritt, das erscheint mir doch sehr als Wunschvorstellung. Aber bisher konnte man dann eben den nächsten Trick anwenden. Man hatte wunderbare Erwartungen. Das haben wir ja jetzt auch für das Jahr 2024. Im Jahr 2023 sieht die Wall Street gar nicht so positiv. Aber 2024 dann das KI-Wunder. Und so wird es vielleicht dann sein wie immer, nämlich so wie diesmal. Gucken wir uns mal an, was man erwartet hat für diese Berichtssaison jetzt im zweiten Quartal. Das war vor einem Jahr etwa, hat man gedacht, $230 Gewinn pro Aktie eines Unternehmens. Inzwischen sind wir bei 180 gelandet. Es ging immer weiter nach unten. Und dann wundersamerweise werden die Unternehmen es wahrscheinlich schaffen, über diese $180 zu kommen, vielleicht auf 185, 190. Und dann werden alle sagen, oh, also die haben jetzt schon wieder die Erwartung übertroffen, die eigentlich vorher von 230 ins Bodenlose gesenkt worden sind. Das ist schon ein ziemlich dummes, ein ziemlich übles Spiel, aber es ist eben die Psychologie der Anleger. Bisher ist diese Berichtssaison, naja, mau. Wir haben heute eine leichte Verbesserung mit Zahlen von GM und anderen, die mal die Erwartungen angehoben haben. Aber hier sehen wir, die Verfehlungen sind bisher relativ häufig. Aber klar, jetzt geht es so richtig los. Diese Woche, die ist praktisch die entscheidende Woche. 40% der gesamten Marktkapitalisierung im S&P 500 wird in dieser Woche berichten. Wir berichten ab 22 Uhr über Microsoft, über Alphabet, dann kommt noch Snap, Visa, andere wichtige Unternehmen. Aber das sind auf jeden Fall die Highlights. Und die Frage ist jetzt, naja,
Die Inflation ist zurückgegangen. Das haben die Märkte ja gefeiert, weil sie sagen, wow, dann wird die Fed die Zinsen senken. Aber normalerweise gehen dann auch die Margen zurück, wie hier dieser Chart von Lance Roberts zeigt. Und das ist das, was auch Mike Wilson, einer der letzten Bären am Markt, eben auch sagt. Ja, wenn die Inflation runtergeht, dann geht auch die Preissetzungsmacht runter der Unternehmen und damit eben auch die Gewinne. Und auf der anderen Seite wettet die Wall Street ja auf eine wunderbare weiche Landung bei gleichzeitigen Zinssenkungen. Und hier sehen wir mal den S&P 500 und die Frühindikatoren. Das driftet also fundamental auseinander. Entweder diese Frühindikatoren, das sind aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzte Indikatoren aus der Wirtschaft, haben recht, oder eben die Märkte haben recht. Ich denke, die Frühindikatoren haben recht. Wir werden sehen, einer der entscheidenden Punkte, warum ich glaube, dass die Frühindikatoren recht haben, ist, dass der US-Konsument langsam an seine Grenzen kommt. Kreditkartenschulden sind immer weiter gestiegen. Der Zins bei über 20%. Kreditvergabe sinkt. Die Credit Standards sind in den USA, die werden immer tighter, die werden also praktisch immer strenger. Wir sehen das schon in Einzelhandelsumsätzen, dazu gleich mehr. Und hier sehen wir, dass dennoch das Verbrauchervertrauen weiter gestiegen ist. Wir haben jetzt den stärksten Wert heute veröffentlicht seit Juli 2021. Ich kann mich erinnern, 2007 war auch das Verbrauchervertrauen through the roof, also durch die Decke, und ist dann maßgeblich kollabiert. Hier sehen wir auch die Inflationserwartung unten in dem Chart. Die geht deutlich nach unten, und das, obwohl die Ölpreise steigen, Energie wieder teurer wird, Rohstoffe, Metalle, alles teurer wird wieder. Also da ist viel Fantasie am Werk, aber hier sehen wir Praxis, nämlich die realen Umsätze in stationären Läden. Deutlich schwach jetzt, minus 0,4% zum Vorjahresmonat. Also es geht jetzt nach unten. Wir sehen, die Amerikaner haben schlichtweg nicht mehr diese Liquidität in den Taschen, und die leben ja, über 70% leben ja von Paycheck zu Paycheck. Also da ist null Sparvolumen, da lebt man sozusagen von einem Moment zum anderen. Wir haben dann gesehen, die Hauspreise steigen wieder zu den Vormonaten, zum Vorjahresmonat aber sehen wir den stärksten Rückgang, nämlich mit 0,5% seit dem Jahr 2012. Kommt also auf den Zeitraum an. In den letzten 3 Monaten sind die Preise wieder gestiegen für US-Häuser, aber insgesamt zum Vorjahresmonat sind sie immer noch niedriger. Interessante Divergenz, könnte man sagen. Und gleichzeitig sind die Aktienmärkte extrem optimistisch. Der Dow ja 11 Tage in Folge gestiegen. Vielleicht heute den 12. Tag, werden wir sehen. Und das gab es zuletzt nur 6 Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist schon erstaunlich. Und ja, vielleicht wie hier Steve Eisman, der bekannt ist aus The Big Short, sagt, während die Märkte so lange nach oben laufen, solange keine Rezession kommt oder die Anzeichen für eine Rezession sich nicht verdichten, aber diese Rezession ist möglicherweise schon um die Ecke, wenn diese Grafik mal kommt. Da ist sie, kaum wartest du eine Stunde, schon kommt eine Grafik, meine Damen und Herren. Hier die Feds Recession Gorg, also praktisch ein von der Fed entwickeltes Tool, das sich an invertierten Zinskurven orientiert, nahe eines 40-Jahres-Hochs. Und Jeffrey Sherman von DoubleLine, DoubleLine ist bekannt durch Jeff Gundlach, den Bond-Guru, sagt, da kommt eine Rezession, die viel tiefer wird, als die meisten glauben, und die Fed wird dann schon bald die Zinsen senken müssen, aber eben ohne Soft Landing, sondern mit Hard Landing. Und der Grund ist eben die Schuldenhebelung, und irgendwann macht's Bums. Du kannst letztendlich in eine solche Situation nicht, wo die Leute bis Oberkante, Unterlippe verschuldet sind, die Zinsen weiter anheben. Irgendwann kracht's im Gebälk. Vor allem die Kreditvergabe dürfte der entscheidende Punkt sein, dazu gleich mehr. In der Eurozone ist das schon ein Riesenthema. Und hier sehen wir mal die Volatilität, also den VIX, saisonal gesehen. Da wäre jetzt eine Zeit, wo die Vola langsam nach oben geht. Und vielleicht ist das auch dem Dollar geschuldet, der zuletzt ja schwach war, jetzt aber sich wieder deutlich erholt. Euro-Dollar nur noch knapp über 1,10, da waren wir weit über 1,12 noch vor kurzem. Das sieht aus wie eine Wyckoff Distribution, praktisch eine Distribution, wo praktisch dann Kursmuster eintreten, die wir immer wieder sehen. Dollarstärke wäre jetzt auch nicht so toll für die Märkte. Aber kommen wir nochmal nach Europa, kommen wir nach Germania. Hier sehen wir den IFO-Index 3. Monat in Folge gefallen. Macht nichts, man freut sich trotzdem. Vor allem die gegenwärtige Lage wird als weniger gut jetzt eingestuft. Ich wollte eigentlich
euch diese Grafik vorher noch zeigen. Hier sehen wir auch die Lage in China, Economic Surprise Index aus China rechts. So schwach wie seit der Corona-Krise nicht mehr, fast so schlimm wie in der Finanzkrise, die negative Abweichung von der Erwartung. Und wohl nicht zufällig ist deswegen der Notenbankchef jetzt offiziell auch ausgetauscht worden, hat er sich angedeutet, aber auch der Außenminister Quinn Gang, der seit einem Monat verschwunden war, der ist jetzt ersetzt worden, wahrscheinlich weil er eine Affäre mit einer Journalistin hatte, die dann ein Kind bekommen hat, ziemlich peinlich. Aber auf jeden Fall, Peking ist ziemlich nervös, es läuft schlecht, die Nachfrage ist nicht da. Jetzt hat man immer noch nicht konkret gesagt, was man machen will, sondern nur so allgemein, ja, wir wollen ein bisschen was tun. Und wenn wir zurückkommen, wieder nach Deutschland, weil ich diese Grafiken hier in der falschen Reihenfolge hatte, dann sehen wir schlechte Aussichten für das zweite Halbjahr für Deutschland. Das dürfte eben dazu führen, dass auch die Wirtschaft in Deutschland im zweiten Halbjahr schrumpft, nachdem sie ja schon im ersten Halbjahr geschrumpft ist. Und das liegt auch an der Geldmenge. Hier sehen wir mal die reale Geldmenge. Das erste Mal in der Geschichte der Eurozone deutlich rückläufig. Das wird Konsequenzen haben. Und diese Konsequenzen, die sehen wir jetzt schon. Hier sehen wir zum Beispiel, dass Deutschland das absolute Schlusslicht ist. Die Welt wächst, aber Deutschland schrumpft. Hier vom IWF, der ist so pessimistisch für Deutschland wie für kein anderes Land, das einigermaßen von Relevanz ist. Haben wir ganz toll hingekriegt mit unserer Energiepolitik. Und hier sehen wir auch die EZB-Politik. Die gestiegenen Zinsen haben dazu geführt, dass die Kreditnachfrage von Konsumenten vor allem und Unternehmen geradezu kollabiert. -42% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das ist ein absolutes Allzeittief, hat es noch nie gegeben, so in dieser Form. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Wirtschaft sich deutlich abschwächen wird. Aber die EZB wird wahrscheinlich die Zinsen dennoch weiter anheben. Erstmal erste Empfehlung als Artikel gleichzeitig. Und die zweite Empfehlung, es gibt manche, die politisch unkorrekt weiter auf verpönte fossile Energien setzen, wie zum Beispiel Warren Buffett. Warum er das tut, das werden Sie in diesem Artikel lesen, wie ich finde, mit sehr intelligenten Argumenten. Die zweite Empfehlung, zumal, wenn wir uns mal vorstellen, hier sehen wir mal die CO2-Emissionen, Tendenzen, China, etwa das Dreifache der gesamten EU, 27 Staaten, aber die Amerikaner auch rückläufig, was CO2 betrifft, Europa rückläufig, was CO2 betrifft, China steigt. Und da muss man mit Michael Arouet mal die Frage stellen, warum kleben sich dann die Leute eigentlich auf die Straßen von Berlin oder London und nicht in Peking? Denn das würde eigentlich ja die wirklich wichtigste Station sein, wo man protestieren kann. Da wird entschieden und nicht bei uns. Wenn wir ein bisschen was reduzieren, dann ist das so, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt, wahrscheinlich etwas weniger bedeutend, aber man glaubt hier einen religiösen Kampf führen zu müssen. Das war die zweite Empfehlung dieser Warren Buffett Artikel und jetzt die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, das ist auch dann die letzte. Microsoft und Alphabet, eine Vorschau, KI-Euphorie im Test, also diese drei Empfehlungen. Ab 22 Uhr berichten wir über Microsoft, über Google. Reingucken bei Finanzmarktwelt. Jetzt sage ich Servus, ciao.